SPD wählt neue Führungsspitze. Die designierten Vorsitzenden Esken und Walter Borjans stellen sich heute Mittag auf dem Bundesparteitag als Doppelspitze zur Wahl. Zudem will die Partei ihren Kurs in der Großen Koalition abstecken. Ein Leitantrag empfiehlt unter anderem neue Gespräche mit der Union über das Klimapaket. Sondertreffen zur Energiewende. Bund und Länder wollen im Januar unter anderem darüber sprechen, wie Planungsverfahren beschleunigt und Versorgungssicherheit hergestellt werden können. Das kündigte Kanzlerin Merkel am Abend nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten an. Trump weist erneut alle Vorwürfe zurück. Der US-Präsident sprach mit Blick auf ein mögliches Amtsenthebungsverfahren von einem großen Schwindel. Die US-Demokraten hatten zuvor mitgeteilt, nun eine Anklage vorzubereiten. Sie ist Voraussetzung für eine Abstimmung im Repräsentantenhaus. Die eigentliche Entscheidung fällt aber im US-Senat, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Streiks in Frankreich werden fortgesetzt. Landesweit wird auch heute mit massiven Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr gerechnet. Bereits gestern hatten 800.000 Menschen gegen die Rentenreformpläne der Regierung demonstriert. Die Gewerkschaften befürchten, dass viele Franzosen künftig länger arbeiten müssen und weniger Rente bekommen. Unbemannter US-Raumfrachter Dragon auf dem Weg zur ISS. Er startet in Cape Canaveral und hat Nachschub sowie Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord. Die vom privaten Unternehmen SpaceX betriebene Dragon soll am Sonntag an der Internationalen Raumstation andocken. Das Wetter. Heute in der Nordwesthälfte Regen, örtlich gefrierend, an der See stürmisch. Im Süden und Südosten verbreitet sonnig, Höchsttemperaturen von -1 bis +10 Grad.